glänzt aber auch schon wieder wie eine kleine Speckmade. Ja, ne? Ich habe mich gerade mit Sonnencreme eingesprüht. Ja, weil draußen so viel Sonne ist. Es ist wichtig, auch im Winter Sonnencreme zu benutzen, aber ich habe gerade was ausprobiert. Was denn? Ein neues Gerät, was mich mit Sonnencreme einsprüht. Hallo Freunde. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Speckschwarte Maxim. Und Sonnenfinsternis Danny. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute mit einem kurzen, Haustalk. Wir sprechen einfach mal so wie die, guck doch nicht so ja, böse. Ja, ist viel passiert. So, was hier so in der letzten Zeit passiert ist. Ich würde sagen, du beginnst mit dem Video. Der Zimttölpel. Weihnachten in Gefahr. Der neue Adventskalender des Pelletier Verlags. Ab jetzt zum Vorbestellen verfügbar. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Der Kater ist hier ganz schön auf Brass. Ne? Ja. Der verrückte kleine Schmusekater. Ja, hier sind wir mit weißen Türen und einer neuen Dusche. Oh, Freunde, ihr seht es ja schon so ein bisschen im Hintergrund. Ihr habt ja auch schon einige Updates mitbekommen. Aber hier ist in den letzten 10 Tagen mehr passiert als in den letzten 10 Monaten. Oh. Naja, so was ja. Offensichtliches. Das stimmt. Was offensichtlich ist. Und das ist sehr, 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 sehr krass. Ja, ich bin auch total fasziniert. Und nächste Woche geht es schon Montag los, da wird unsere neue Heizung eingebaut. Ja, wir sind zwar noch nicht ganz fertig mit der Dusche, aber vielleicht blendet euch denn die gleich hier mal eine Sequenz ein, wie die Dusche aktuell aussieht. Da müssen wir einmal noch kurz drüber reden, weil wir das ja beide geteilt hatten. So das Vorher-Nachher-Ergebnis. Ich hatte aber vergessen, vorher und zwischendrin hinzuschreiben. Und ich habe unzählige Nachrichten bekommen, wie es denn sein kann, dass wir uns eine so hässliche Dusche eingebaut haben. Ja, das war die Dusche vorher. Das war die Dusche vorher, ihr süßen Mäuse. Wobei deswegen auch, ist sie weg. Wobei einige haben auch bei der Abstimmung gesagt, dass man die alte schöner fand. Also die Meinungen gehen da auseinander, aber für uns beide war relativ schnell klar, wir wollen die Dusche im selben Look haben wie die neue Badewanne und diese alten blauen Mosaiksteinchen. Ja. Das sah alles halt wirklich shit aus. Na, das aber war die Kombination, glaube ich, aus Rot und Blau und diese verschiedenen Blautöne war einfach nicht so das Wahre. Aber dafür sieht es halt jetzt wirklich, es hat schon fast von etwas von Hotel. Ja, naja. Und am Montag wird dann auch vermutlich alles finalisiert. Dann wird dann auch das Silikon gezogen, dass alles, dass alles richtig schön wasserdicht ist, dann kommen die Armaturen wieder rein. Neue. Und, ja, und dann haben uns nicht lumpen lassen. Nee. Wir haben uns für Grohe entschieden. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Grohe und Hans Grohe? Ist es der Schwiegersohn? Das ist die Mutter. Naja, aber wenn ihr jetzt denkt, oh Mensch, wie schön, gebt uns gerne ein Update am Montag, wie die erste Dusche in der neuen Dusche war. Nein, da habt ihr euch falsch gedacht. Wir werden 2 Tage lang, vielleicht sogar 3 Tage, kein warmes Wasser, keine Heizung, gar nichts haben. Wir werden frieren. Wir werden uns ein Zelt und einen Heizstrahler am Hof aufstellen und werden hier eine kleine Feuertonne. Ja, irgendwie sowas. Es wird und ganz Stulpen. Es wird ganz grausam werden. Aber ja. Nun gut, wir sind noch nicht in den Minusgraden angelangt, von daher ist das in Ordnung. Und sind wir mal ehrlich, lieber 2 Tage frieren, als nochmal 29 Jahre mit diesem alten Schlachtschiff an Gastherme. Ja. Und es hätte uns auch schlimmer treffen können, so wie es geplant wäre, wäre sie wahrscheinlich dann vielleicht im Februar eingebaut worden und da wäre es dann richtig kalt gewesen. Ja, oder erst im Sommer, da wäre es egal gewesen. Da wäre es dann egal gewesen, wobei wir schaffen das, wir haben ja... Ja, wir kochen uns mit warmem Wasser ab. Nee, wir können... Nee. Also, aber das habe ich noch, da habe ich noch eine dumme Frage. Mhm. Wir haben zwar kein Warmwasser, aber läuft nicht das Hauswasser auch dadurch? Das ist ein separater Kreislauf. Sicher? Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Weil sonst hätte ich gedacht, dann haben wir ja auch gar kein Wasser, dann müssen wir die Badewanne volllaufen lassen mit Wasser, dass wir wenigstens auf Toilette. Wenigstens haben wir jetzt eine Badewanne. Das stimmt. Die Möglichkeit, die haben wir jetzt, die hatten wir vorher nicht gehabt. Ja. Nein, also das sind 2 separate, einmal ist es ja der Frischwasserkreislauf und von dem geht denn dann der Heizungskreislauf ab. Okay, na gut. Auf jeden Fall ist das noch etwas, was nächste Woche ansteht. Ich bin dann aber auch ehrlich gesagt froh, für wenn alle Jahr. Arbeiten dieses Jahr beendet sind. Ja. Wir machen zwar nichts bei den Arbeiten selber, wir arbeiten diese Arbeiten ja nicht, aber... Wir gucken zu. Wir sind halt die ganze Zeit dabei, wir sind immer ansprechbar. Irgendjemand hat immer eine Frage. Und in unserem Job, allein beim Drehen, muss ja Ruhe sein. Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich bei der Gastherme schon ein ungutes Gefühl habe, weil gefühlt wurde das Haus um die Therme gebaut. Und die Therme war schon immer da und wir haben die zu viert kaum bewegen gekonnt, die neue. Die alte wird nicht leichter sein. Das wird schon eine richtig heftige Aufgabe hier zu Hause werden.
Und da bin ich schon so, also ich habe schon Respekt, da muss was im Schornstein gemacht werden, da muss ein Kunststoffrohr reingezogen werden, dann ist das auch alles halt öko ist. Ja. Also ich stelle mir das schon alles ein bisschen turbulenter vor. Aber das Schöne ist, was Maxim halt sagt, wir müssen es halt nicht machen. Genau, und wir müssen einfach jetzt nur ein paar Tage durchhalten. Dann haben wir es wirklich geschafft. Dann können wir uns auch lang... Leben wir die Zoomies und dann rennen wir. Kommt eh gleich wieder runtergerannt. Und dann haben wir das wirklich dieses Jahr geschafft. Und dann kann man sich auch wirklich wieder ein bisschen konzentrieren. Das Problem, was ja ist, ein Luxusproblem jetzt natürlich. Ne? Mein Büro ist direkt... am Bad dran. Das heißt, ich kann auch nicht in meinem Büro arbeiten, wenn im Bad gearbeitet wird. Weil nicht, weil ich dann nicht die Ruhe habe, sondern weil ich das einfach ätzend finde, wenn mir jemand die ganze Zeit beim Arbeiten zugucken würde. Den Malern habe ich auch die ganze Zeit über die Schulter geguckt und gequatscht. Ja, naja, also auf jeden Fall, das ist dann jetzt soweit durch. Ich freue mich sehr auf die erste Dusche am Mittwoch. Ja. Ja, also die Dusche sieht top aus. Ich muss wirklich sagen, ich finde sie wirklich schön. Passt perfekt zur Badewanne. Jetzt haben wir noch ein paar Fliesen übrig. Jetzt wird der Delfin vermutlich bald dran glauben. Hast du mal nachgefragt, ob das geht? Nee, hast du vergessen, ja, ne? Vergessen. Fragen wir mal am Montag nach, dass wir den Delfin doch irgendwie verschwinden lassen. Mal gucken. Wir haben ja noch ein drittes Bad. Das wäre auch nochmal an der Zeit, das so ein bisschen zu modernisieren. Da würden die Fliesen auch für ausreichen. Mal gucken. Eventuell den Fußboden nochmal unten. Aber nicht schwarz. Nee, nicht Fliesen. Oh, dieser Kater. Ja, Liam hat auch gute Laute. Ja, genau. Also das haben wir jetzt wirklich... Was hast du denn? Der ist aufgedreht. Ja, wahrscheinlich muss er mal. Weil die neue Heizung kommt. Ja, er freut sich. Da muss er nicht mehr so frieren, der arme irische Kater. Nein, also das haben wir jetzt alles wirklich gut geschafft. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir uns das sehr, sehr schön gemacht haben hier jetzt. Und dass jetzt immer mehr unser Haus wird. Ja, also unser Haus war es ja schon immer, aber ich weiß, was du meinst. Aber optisch auch. Ja, es kommt langsam dahin, was wir gerne hätten. Es gibt noch so ein paar Sachen für nächstes Jahr, was wir uns vorstellen, aber jetzt haben wir erstmal so wirklich die gröbsten Sachen für 2023 erledigt und ich bin halt wirklich froh, dass das alles auf einmal so fix ging. Also wie Maxim schon gesagt hat, das mit der Gastherme ging jetzt ein halbes Jahr schneller als gedacht. Und die alte funktioniert ja quasi noch, wobei auch nicht mehr perfekt, das muss man auch sagen, weil die Zeitschaltuhr kaputt ist und wir sie letzten 2 Stunden vom Strom genommen haben, haben wir jetzt quasi da, wo die Heizperiode unterbrochen war, hat sich jetzt 2 Stunden mal hinten verschoben. Es heißt, ja, es geht 2 Stunden später an, dafür geht's. Ich habe das Gefühl, es geht tagsüber auch mal kurz wieder aus, ja, dann ja. Geht's nachts aber, also es ist... Wir sind einfach froh, wenn das Ding weg ist. Naja, also es ist halt das Problem gewesen. Sie hat zwar noch funktioniert, aber ganz ehrlich, Freunde, bei einer Gastherme, wo man kein gutes Gefühl hat, also ich möchte nicht irgendwann zum Mond fliegen, weil das Haus hier die Luft fliegt. Ich glaube, den einzigen Sicherheitsstandard, den diese Gastherme hat, war das Sicherheitsnetz, was an der Straßenverbindung ist. Meinst du? So ein Rückstoß. Irgendwas wird sie schon haben. Aber ist ja egal. Sie ist jetzt Geschichte. Sie hat 30 Jahre lang dieses Haus schön warm gemacht. Reicht jetzt auch. Ja, also ich bin auf jeden Fall, was habe ich denn da im Auge eigentlich? Ich bin auf jeden Fall auch total gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Über die Dusche freue ich mich. Dieses Jahr stehen denn, soweit ich mich erinnere, keine Baumaßnahmen mehr an, oder? Ich hätte gern das Klimaproblem noch gelöst. Ich habe ja so ein Klimaproblem aber... Ich glaube nicht mehr dieses Jahr. Nicht mehr dieses Jahr. Wobei es eigentlich schnell ist, ein Termin, ein Tag. Ja. Also es wird nicht langweilig. Es gibt immer was zu tun im Hause. Freunde. Wir danken euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Es hat sehr viel Freude gemacht. Ja, ab morgen 2 Tage live, morgen auf YouTube, auf meinem Highlight-Kanal, auf meinem Zweitkanal bin ich von 20 bis 22 Uhr live und am Sonntag auf Twitch für alle von 19 bis 20.15 Uhr. Kommt gerne vorbei, gibt eine Menge zu quatschen. Ihr süßen Mäuse, habt einen wunderschönen Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.